Willkommen zu einer Runde Timoleon Ones. Ich möchte kurz anmerken, dass ich Tilt bin. Warum bin ich jetzt Tilt, fragt man sich vielleicht. Hm. Ganz einfache Antwort. Ich habe eben eine Runde Bad Wars gespielt, habe mein Bad Instant verloren, habe noch das übelste Comeback gedrückt. Ich habe ein mieses Comeback gedrückt gegen zwei Typen, die mit Gold gespielt haben. Und ich natürlich nicht. Und ich hatte kein Bad mehr. Aber was ist natürlich die logische Konsequenz? Die logische Konsequenz ist, dass OBS so ein bisschen verbuggt ist. Und ungefähr jeder dritte Frame nur gecaptured wurde. Ja, deswegen habe ich jetzt nicht die Aufnahme. Und hi, jetzt bin ich hier. Das ist der Stand, den wir jetzt haben. Achso, und übrigens, wenn ihr mit CPU encoden wollt, macht keine 180 FPS Aufnahmen. Das ist ein bisschen zu viel für den CPU. So, was ich aber eigentlich heute erzählen wollte. Ich habe eine BUL. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Typ am Cheaten ist. Aber was hat der für eine Range? Also, BULK ist immer eine sehr entspannte Nummer. Nämlich, unsere Lehrerin hat damals angefangen, uns Probeklausuren zu geben. Digga, der Typ cheatet so obvious kleine dieser Moment, wenn du 3 Minuten für eine Runde warten musst. Naja, im BULK. Wir haben zuerst ein paar Probeklausuren als Klausurvorbereitung oder dann mal auch als Hausaufgabe aufbekommen. Ne? Und by the way, der Typ hat ein bisschen kassiert, minimal. So. Dann hat meine Lehrerin irgendwann angefangen, uns alte GK-Klausuren als Hausaufgaben zu geben. Naja, fand ich nice, immer eine GK-Klausur jeden Tag so gefühlt zu machen. So, wie geht's jetzt weiter, ist die Frage. Als nächstes kam GK-Abi-Klausuren. Sprich, ihr könnt euch vorstellen, zweimal die Woche Abi-Klausuren praktisch schreiben. Finde ich persönlich eine ziemlich nice Experience. Würde ich auch nur jedem so empfehlen, mindestens einmal die Woche Abi-Klausur schreiben, soll gut sein. Bitte ab der 5. anfangen, danke. Naja, und wir haben uns im Kurs immer schon abgetiltet, dass diese Frau halt nur Klausuren als Hausaufgaben und sowas aufgibt. Naja, jetzt hat unsere Lehrerin angefangen, uns Abitur-LK-Aufgaben zu geben. Also Aufgaben, die wir in 2 Jahren oder 1,5 Jahren können müssen. Ich muss sagen, ich finde den Unterricht von ihr schon ziemlich nice. Irgendwie so gefühlt nur jede Stunde eine LK- oder GK-Klausur. Ich finde, also LK-Klausuren machen halt immer noch mal mehr Spaß. Gut, dass der Typ auch kein bisschen wegläuft. Nee, aber ich muss sagen, LK-Klausuren, die machen schon Spaß und ich finde es angenehm, immer LK-Klausuren als Hausaufgaben aufzubekommen. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr auch mindestens einmal die Woche eine Abi-LK-Klausur schreiben wollt, lasst auch gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, lasst ein Like da, lasst einen netten Kommentar da. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.